Des Weiteren solltet ihr einen Kontakt zu den gesamten Truppen der Stadt herstellen. Wir brauchen eine Bestandszahl der Truppen, die in der Stadt verteilt sind. Ja, die Truppen. Planetenweit, das Vox ist leider etwas schwierig. Ich meine, die Kommunikation ist vielerorts eingebrochen. Das ist nur noch Kurzstreckenvox möglich. Dann bildet eine Linie, dass es wieder für möglich ist. Und wenn ihr eine Art Leuchtfeuer errichtet, um Zwischenstopps, Zwischenfunks aufzubauen. Die Kommunikation wieder aufzubauen sollte oberste Priorität haben. Denn nur so können wir den Rebellen organisiert entgegentreten. Korrekt. Danke, dass ihr hier seid. Und dann findet heraus, wie viele Männer am Ende noch einsatzbereit sind und wo gegebenenfalls Verstärkungen vonnöten sind. Ich mustere mal diesen Hauptmann sehr aufmerksam, ob er irgendwelche Anzeichen von Schuppen oder irgendwelchen verborgenen Armen hat. Nee, den hatte, glaube ich, aber auch Torda schon kontrolliert, zumindest mit dem Geruch. Ja, abgerochen habe ich ihn. Okay, gut. Dann kann man wenigstens bei dem sicher sein. Spätestens, nachdem ich ihm aus Versehen die Hand gebrochen habe, können wir zumindest ziemlich sicher sein. Lehrte, ich wink mal den Inquisitor-Kerl da herbei. Jawohl, Notar Adeptus Halis, mein Herr. Seid ihr in Strategie und Taktik unterwiesen? In der Theorie ja, in der Praxis schwierig. Gut, dann könnt ihr dem Hauptmann sicherlich mit Rat und Tat zur Seite stehen und eure Fähigkeiten sinnvoll einbringen. Sehr wohl. Ihr habt eure Aufgaben. Erledigt sie. Jetzt. Vorgehen, ihr wolltet sprechen? Ja, ich wollte fragen, wie das jetzt aussieht mit der Wiederaufstellung der Langstreckenkommunikation. Wir sind ja jetzt hier nicht weit vom Haus des Echos entfernt und da war ja der Vorschlag, dass wir dort etwas unternehmen, um die Langstreckenkommunikation wieder herzustellen. Das ist ein guter Einwand, das sollten wir überprüfen. Meine Rede. Dann sollten wir jetzt vielleicht als nächstes ins Haus des Echos gehen. Ich stelle mal einen Funkkontakt zu Bruder Wilhelm her. Und fordere einen Bericht ein, wie die Lage am Tor ist. Jawohl, Bruder. Die Truppen sind enttäuschend. Die Festungsanlage adäquat. Du hast noch ungefähr 200 Rebellen und 2 Symbionten niedergeschossen. Munition mehr als ausreichend. Gib mir 4,5 Jahre, 2000 Männer. Dann kriegen wir das hin. Ich hoffe, das war ein Scherz. Wir haben keine 4 Jahre. Die Witze von der Imperial Fist sind alle so. Ja, du merkst, es kommt keine Antwort. Das war nicht witzig. Ja. Wahrscheinlich hat jetzt gerade Octavius so die beiden Augenbrauen des Wolfes gesehen, so nach dem Motto, bitte was? Ich werde mit den Arbeiten beginnen. Tu das. Wir verlegen uns ins Haus der Echos und versuchen, die Kommunikation wiederherzustellen. Zwischenzeitlich haben wir einen neuen Gouverneur eingesetzt. Nur zur Kenntnisnahme. Wunderbar. Ich werde einen Läufer schicken mit den nötigen Materialien. Tu das. Internes Vox, Brüder, das ist eine wirklich verfahrene Situation. Habt ihr irgendwelche guten Vorschläge? Wir wissen, dass rund 20.000 Mann im Orbit vor diesem Planeten sind. Die könnte man auf dem Boden gut gebrauchen, wenn wir die Langstreckenkommunikation wieder aufbauen können. Das denke ich auch. Guter Vorschlag, ja. Und wir brauchen dringend mehr Verstärkung, wenn nämlich dieser Schwarm wirklich hier eintrifft. Die brauchen nicht mal eine Stunde, dann ist dieser Planet gefallen. Die einzigen, die wirklich dann sehen würden, wären wir wahrscheinlich. PVS ist wirklich schlecht organisiert. Ich habe selten so schlecht ausgebildete Soldaten gesehen. Nun, aber wir wurden vorgewarnt, dass es hier unten wohl so sein wird. Priorität für die wird es haben, die Kommunikation interplanetarisch wieder aufzubauen. Wir kümmern uns um die Langstreckenkommunikation und sobald wir das geschafft haben, können wir die Stadt Bezirk für Bezirk zurückerobern, bis wir den ganzen Planeten haben.
Sehr gut. Wie geht's euch? Es ging mir schon besser. Haltet euch in den zukünftigen Kämpfen bitte etwas zurück. Wir werden euch decken. Tatsächlich, ich stehe für euch ein. Man merkt halt, dass selbst die Worte ihm sehr schwer gefallen sind, aber er trotzdem dies ernst meint. Ich bin vor allen Dingen über den Kommandostab der PVS und des Gouverneurs sehr enttäuscht. Ich glaube aber, die einfachen Soldaten sind nicht ganz hoffnungslos. Wenn sie einen anständigen General hätten, wären sie wahrscheinlich effektiver. Ja. Wir dürfen diesen Planeten auf keinesfalls so zurücklassen, wie wir ihn gefunden haben. Sonst ist er nicht nützlich fürs Imperium. Ja, das geht gar nicht. Lasst uns dieses Haus der Echos aufsuchen. Ja, wenn ihr aufbrecht, könnt ihr nach ungefähr einem Kilometer das Haus der Echos erblicken. Das größte Gebäude in ganz Torshold, beziehungsweise auf Avalos. Das Gebäude verfügt über eine gewaltige Kuppel, eine Panzerglaskuppel, die die Turmspitze überspannt. Von oben klatscht der kaskadenartige Regen, als Wut der Natur nach unten auf euch hinab. Blitze, die mittlerweile zucken. Sengende Linie, die über den Himmel streichen und das Ganze in ein unwirkliches Nachbild tauchen, die sich in die Netzhaut einbrennen. Vor dem Haus selbst könnt ihr die stumme oder die stille Wache erblicken. Einfache PVS-Truppen, die wohl in schwarzen Armorplastrüstungen davor stehen und euch misstrauisch begutachten und euch erst einmal nicht aus dem Weg gehen. Wenn die dann näher kommen, blicken sie euch misstrauisch an. Ich würde als allererstes gerne mal meine Sinne einsetzen bei den beiden. Es kommt mir schon sehr seltsam vor, dass die nicht so hab-acht-mäßig und gleich mal so zwei Meter auseinander sprechen, als wenn sie auf sie zustapfen. Es sind nicht nur zwei, es sind mehrere. Also du rechnest kurz um 20 oder so. Ja, aber trotzdem würde ich meine Sinne da einmal einsetzen. Ja, du riechst nur nach Mensch, also auch kein Schweiß, vor allem nach Regen jetzt. Und nach Sturheit riechen sie. So stur wie du bist. Meine Nase, meine Sinne, melde ich per Box. Sagen gerade, es scheinen tatsächlich Menschen zu sein. Darin sind sie, uns nicht aus dem Weg zu treten. Ja, wenn wir nah bei denen dran sind und die uns immer noch nicht aus dem Weg gehen, stelle ich mich hin und sag: Ich bin Bruder Octavius von den Ultramarines. Ihr steht uns im Weg. Erklärt euch. Er fängt mit Zeichensprache an und gibt dir zu verstehen, dass du dich erklären sollst. Kann keiner von euch reden? Sie schütteln mit dem Kopf. Gleichzeitig. Das müssen diese sein, die der Gouverneur die Zunge rausgeschnitten hat. Nun, vielleicht hat das etwas mit diesem Ort zu tun. Sie nicken allesamt gleichzeitig. Warum ist dieser Ort... Oder warum ist die Kommunikation, die Langstreckenkommunikation unterbunden? Sie zeigen nach oben an den Himmel. Atmosphärische Störung? Sie schütteln mit dem Kopf. Er zeichnet vor dir in den Boden mit seinem Fuß wenige Sachen, aber du erkennst das Zeichen der Xenos, der Gene-Stealer. Ach ja, gut, das könnte... Wenn die Schwarmflotte naht, dann gibt's, glaube ich, Störungen im Warp, ne? Korrekt. Wenn die irgendwas im Orbit hätten, dann hätten wir das. Hätte zumindest die an das Schiff dort oben das sicherlich mitbekommen. Können damit nichts anfangen. Ende ist die Störung von unserem Schiff, an dem wir angedockt haben, Bruder Octavius, das Problem, weswegen die nicht mehr senden können. Ich verstehe nicht. Nun, vielleicht, wenn der Symbiont an Bord des Schiffes eine Möglichkeit gefunden hat, den Warp zu stören, plus die Flotte, der Schwarm, der sich nähert, würde es durchaus Sinn ergeben. Er deutet wieder die gleichen Sachen. Erklär du dich. Nun, das führt hier zu nichts. Wir möchten einen Astropathen sprechen. Unverzüglich. Habt ihr ihn nicht gehört? Tretet aus dem Weg.
glaube, ich muss mal wieder befehligen würfeln, ne? Ja, mach das. Einmal befehligen, einschüchtern. Also, sie sind ja genau deswegen positioniert, damit eben niemand mit... Also in Einschüchtern kann ich dich unterstützen. Ja, Einschüchtern musst du mal machen, weil da bin ich... Obwohl, das geht eigentlich. 71, ne? Aber mit 2. Plus meine 10 wow. Hast du 8 Erfolge. Wow. Ja, sie reagieren allesamt gleichzeitig, treten dann beiseite. Auch wenn du den Widerwillen noch sehen kannst und geben dann den Weg frei zu der Tür. Weise Entscheidung, Bürger des Imperiums. Es stehen auf derselben Seite. Ja, er scheint wieder zu nicken. Dieses Mal tut das alleine. Ihr könnt dann eintreten, geht durch eine lange Kammer, bis ihr dann vor einem eisernen Fahrstuhl steht, den ihr eintreten könnt. Der Schacht ist ziemlich schmal, aber ihr könnt wieder die Beschleunigung spüren, wenn der Lift nach oben steigt. Schier endlos, bis ihr dann oben ankommt und aussteigen könnt. Ein kleiner Laufsteg, der sich dann über die oberste Ebene des Schachtes gespannt hat, und könnt dann nach unten blicken. Der Turm selbst ist wohl auch hohl, sodass unter euch dann die tiefe Schwärze gähnt und dann auf den Korridor unter euch klatschen könntet, durch den ihr eben gegangen seid. Neben euch auf den Laufstegen und den Gittern könnt ihr noch weitere Personen erkennen, auf Stühlen mit verschiedenen Schläuchen in den Köpfen oder in der Nase, in dem Mund, die dann dort irgendwie Nährpaste bekommen oder irgendwelche anderen Dinge, mit denen sie da kommunizieren, irgendwelche Kognitatoren mit Runen, die blinken, und ihr könnt da sehen, wie wohl die Hauptastropatin auf euch zukommt, in einem grauen Gewand gekleidet, eine junge Dame, noch keine 20 Jahre gesehen, keine 20 Standardjahre, mit blinden grauen Augen und einer Robe, neben dem Grau eben auch noch ein goldener Aquila darauf. Sie verbeugt sich vor euch. Ja, ich nicke ihr zu. Es ist lange her, dass wir Besuch bekommen haben. Ich bin Elsharna, erhabene Astropatin von Avalos und Lotzholm. Wie können wir euch dienen? Das sind meine Brüder Torval von den Space Wolf und Gabriel von den Dark Angels. Mein Name ist Octavius von den Ultramarines und wir sind hierher gekommen, um eure Probleme zu lösen. Selbst mit diesen blinden Augen sehe ich das Ende nahen. Die Finsternis im Warp und der Schatten und die Leere. Sie sind nach Avalos gekommen, um alles zu verzehren. In der Tat. Und deswegen brauchen wir dringend eine Kommunikationsverbindung mit unseren Raumschiffen im Orbit. Die sollt ihr bekommen, solange der Schatten sich noch nicht über alles gelegt hat. Na, sehr gut. Ich würde welche gerne Nachricht? Mal. Wohin? Also so eine astropathische Nachricht ist ja eigentlich eher so in andere Systeme, ne? Du kannst sogar überall hinsenden. Ja, so Raumschiff im Orbit müssten wir doch eigentlich mit einem normalen Zwei-Wege-Funk, Hauptsache ein starker Sender, müsste doch reichen, ne? Ja, aber scheint ja nicht zu funktionieren. Ach so, okay. Aber da funktioniert die Telepathie der Astropaten auch. Die können ja auch durchaus eine astropathische Nachricht zu der Fregatte schicken. Ja, genau, okay. Also die Fregatte hat ja auch immer einen Astropaten dabei. Ja, ja. Mindestens einen. Meistens haben sie ja so zwischen sogar 3 und 4. Ja, ja, ab und zu brennen die mal aus und fallen dann tot irgendwo hin, aber... Aber bevor was passiert, würde ich tatsächlich mir nochmal die Dame anschauen. Nicht, dass wir da jetzt irgendwie was Unerwartetes erwarten. Bei der habe ich einen guten Eindruck. Sie stinkt nach Psi-Energie. Ja, okay. Du kannst das auch sogar knistern. Also du riechst das Knistern. Hm, das habe ich ja eh erwartet. Aber sonst okay. Also sie ist ungeheuer mächtig, trotz dessen, dass sie so jung ist. Ja, was für eine Nachricht senden wir denn? Ich schlage vor, Bericht Rebellion auf dem Planeten. Der Schwarm naht. Erbitten Unterstützung. Und sie sollen versuchen, die Verstärkungen aus anderen Systemen anzufordern.
Ja, ich frage die Astropathin nochmal, andere Systeme, liegen die noch in Kommunikationsreichweite? Noch, aber nicht lange. Der Gouverneur, bevor seinem Ableben, hat gemeint, er hätte um Hilfe ersucht. Ist das korrekt? Der Krake ist bald da. Habt ihr um Hilfe ersucht? Der Gouverneur war nicht bei uns. Ich habe das Gefühl, der Gouverneur war selber irgendwie auf der falschen Seite. Oder er stand unter Kontrolle, die wir nicht gesehen haben. Sprechen wir nicht mehr über diesen ehrlosen Lügner. Auf jeden Fall sollten wir dann auch Nachrichten in die anderen Systeme senden. Der Turm ist ein Gefängnis. Ich höre das Kreischen und die Schmerzensschreie, das Gelächter und das Seufzen. Den Gestank, den Schweiß, Mehltau. Schon lange ist der verlockende Duft von Weihrauch und Parfüm verschwunden. Die Schrecken des Warps sind hier. Das sind sie in der Tat. Wir haben einen Symbiontenbefall in der Stadt registriert. Sogar in den Bereichen der Adeligen sind sie vorgedrungen. Sollte sich der Schwarm hierher begeben, müssen wir eine Blockade im Orbit errichten. Wir dürfen die Tyranniden gar nicht erst landen lassen. Und das Beste wäre auch auf jeden Fall, den Symbiontenkult hier vorher auszumerzen, damit wir eine geordnete Verteidigung im Orbit und auf dem Boden organisieren können, ohne uns ständig über die Schulter gucken zu müssen. Da gebe ich dir recht, Bruder Octavius. Dies wird unsere Aufgabe sein, hier am Boden. Ja. Aber die anderen Systeme müssen benachrichtigt werden. Es müssen imperiale Flotten sofort auf dem Weg hierher. Gut, dann geben wir folgende Nachricht an die Fregatte. Moment. Schild der Angst. Genau, Schild der Angst. Symbiontenbefall aufgedeckt. PVS in Kämpfe, überall in der Stadt in Kämpfe verwickelt. Schlägt sich tapfer, aber keine gute Koordination. Dringend logistische Unterstützung benötigt. Primärziel weiterhin abwesend. Erbitte Statusbericht über nahende Tyrannidenflotte. Und falls die Tyrannidenflotte in unmittelbarer Umgebung gesichtet werden kann, auf jeden Fall eine Weiterleitung in nächstgelegene Systeme, um die Bitte nach Unterstützung von Raumstreitkräften. Die Nachricht wird so notiert. Du kannst sehen, wie die Astropathin in eine kleine Kammer hereintritt und sich selbst verkabelt anschließt, sich hinsetzt und dann wird der Regen und die Blitze stärker. Immer wieder schlagen sie in die Kuppel ein. Gib mir mal bitte einen W100. 9 ist gut. Verdorbene Gedanken, Phobien, Befürchtungen, unterdrückter Hass steigen aus den Tiefen des Unterbewusstseins des Psionikers empor und überwältigen kurzfristig den Verstand. Ihr könnt sehen und spüren, wie irgendetwas passiert. Die Luft ist etwas violett, vor allem dann oben im Bereich dieser gewaltigen Kuppel aus Glas, aus Panzerglas. Wenn die Blitze einschlagen, dann könnt ihr spüren, wie sich irgendetwas verändert hat. Eine der Psionikerinnen kippt tot von einem Stuhl. Ihr Gesicht hat noch angefangen zu rauchen. Und dann erhebt sich die Astropathin Elshana. Also wenn die andere Astropathin da umgekippt ist, geht meine Hand automatisch zu meinem Bolter, ne? Ja, ist okay. Sie tritt auf euch zu und nickt. Die Nachricht wurde überbracht. Habt Verluste zu beklagen. Wir haben Verluste zu beklagen. Hoffnung ist der erste Schritt auf dem Weg zur Enttäuschung. Internes Vox, Brüder, und jetzt? Irgendwas stimmt hier auch nicht. Wie können wir sicher sein, dass sie es tatsächlich gesendet hat? Sie fasst einmal an die Brust deiner Keramikplatten und schaut dir dann mit ihren grauen, blinden Augen ins Gesicht. Ich sehe schwarzes, brennendes Wasser. Der Vater und der Sohn. Und die tote Inquisitorin.
Sie kommen. Die große, fleischige Zecke. Jetzt. Jetzt hoffen wir, Brüder. Und kümmern uns, dass auf dem Planeten alles bereit ist. Wenn die imperialen Flotten ankommen, wenn Unterstützung naht, und bereiten uns auf den großen Kampf vor. Denn das hier unten sind nur kleine Scharmützel. Irgendwas kommt. Auf jeden Fall. Wir sollten uns tatsächlich dran machen und unser Primärziel nicht aus den Augen verlieren. Ja, ich glaube, wir haben jetzt erstmal das Nötigste getan, um die Verteidigung hier zu stärken. Aber unser Primärziel, dem sind wir noch nicht weitergekommen, ja. Unser Primärziel war, die Informationen der Inquisitoren zu beschaffen. Wir haben einige Informationen beschafft, aber wir sind noch nicht fertig. Sekundärziele häufen sich. Ja. In der Tat, in der Tat. Und dieser Adept der Inquisitorin konnte uns nur bedingt weiterhelfen. Er hatte wohl nicht viele Informationen. Und sie scheint auch keine direkten Lager zu haben, außer dieses Loch, von dem er geredet hat. Ich frage die Astropathin nochmal, ob sie eine Antwort von dem Schiff erhalten hat. Sie haben die Nachricht aufgenommen. Haben Sie das bestätigt? Die Nachricht wurde bestätigt. Genauigkeit, sehr präzise. Vielen Dank für eure Kooperation. Ich lasse meine Vox-Daten hier, sodass, falls weitere astropathische Nachrichten kommen, die bitte an mich weitergeleitet werden oder an meine Brüder. Wir haben hier kein Vox mehr. Dann müsst ihr einen Läufer zum Gouverneursanwesen schicken, falls ihr eine Nachricht bekommt für uns. Sie nickt. Hab Dank. Gut, Brüder. Der Imperator beschützt. Sammeln wir die Fist auf und machen uns ans Werk. Es liegt noch viel vor uns. Das sollten wir tun, ja. Vorwärts. Und so geht ihr zurück mit eurer Chimäre vom Haus der Echos am Torsold-Anwesen zurück zu den starken Mauern, wo ihr laut lachend Bruder Wilhelm mit seinem Devastator Maschinengewehr hören könnt, wie herausrotzt, Bolter um Bolter, Explosion um Explosion. Und als das Maschinengewehr dann schweigt, könnt ihr auf die dampfenden Leichenhaufen erblicken, die dort, wenn ihr nach oben gestiegen seid, auf die Mauern unter euch zu erkennen sind. Na, wenigstens einer von uns hat Spaß gehabt. Die Heretiker scheinen die Lektion nicht zu lernen. Wenn ihr eins könnt, Bruder, dann ist es verteidigen. Dieses kann kaum einer euch nachmachen. Wir verteidigen. Das können wir. Aber wie sieht's da drinnen aus? Dekadenter Sumpf, undurchsichtige Machenschaften und eine verworrene psionische Vision. Davon bekomme ich Kopfschmerzen. In der Tat, in der Tat. Diese Zecke, die auf uns sich zubewegt, auf diese sollten wir uns auf jeden Fall gewappnet nehmen und im Zweifelsfall sie zu zertreten. Wir sollten uns neu munitionieren und dann in das Stadtgebiet ausrücken und diese Inquisitorin finden. Vielleicht hat die mehr Antworten. Und mit diesen Wegen, mit diesen Zielen könnt ihr aufbrechen, die Chimäre besteigen und brettert durch das Tor in die verregnete Nacht.